Und damit willkommen zurück zu Dark Side Detective, A Fumble in the Dark. Inzwischen ist es Oktober geworden und nachdem das Spiel jetzt anderthalb Jahre knapp draußen ist, gab es ja schon mehrere neue Fälle, nämlich hier die Geister vergangenen Weihnacht, einer flog ins Kuckucksnest und Geschichten von der Dark Side. Und zwar dieser Fall ist gerade der neueste und ich glaube sogar der Finale dieses Spiels. Und er soll aus drei Minifällen bestehen und ich habe gedacht, ja, wenn es schon rausgekommen ist, dann wollen wir natürlich die auch mal spielen. Und deswegen, willkommen zurück. Wer noch nie das gesehen hat, kann gerne die anderen Fälle sich einmal anschauen. Die Playlists sind unten verlinkt, beziehungsweise in der Infobox. Und ja, viel Spaß bei diesen süßen Point-and-Click-Adventure. Fallzusammenfassung. Weitere Geschichten aus der Welt der Dark Side. Na klar, beginnen wir doch mal. Geschichten von der Dark Side. Das ist so ein bisschen Twin Lakes. Twin Peaks mäßig. Spiel mit dem Wasser. Blutalpha Dooley. Hört zu, Jungs. Ich habe mit der zuständigen Person gesprochen und es dauert noch ein paar Minuten, bis der Schiedsrichter bereit für Sicherheitskontrollen vor dem Spiel ist. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Dooley so als perfekte Stimme hinkriege, wenn man so lange Pause hat, aber wir schauen mal, ob wir den wieder zusammenbauen können. Blutalpha Dooley, ich meine, wir kennen ja den Hintergrund, wir kennen die Gruppe schon. Das sollte klar sein. Okay. Also verhaltet euch einfach ruhig und bringt uns nicht in Schwierigkeiten, ja? Okay. Wir gucken die Krähe an. Die Emily. Ein Aasfresser. Er lauert schon auf die Opfer unserer epischen Schlacht mit den Meereshexen. Er sollte das Röcheln lieber sein lassen, falls es ein Vorbote von Tod und Zerstörung ist. Lüftungsschacht. Amelia. Oder Amelia. Wie auch immer. Ich kann es nicht genau hören, aber auf der anderen Seite scheint jemand zu singen. Singen? Sie sollte vor Angst heulen. Stehen wir nicht mehr hier rum, sondern lernen wir, die Sängerin Emily zu fürchten. Okay, wir gucken uns selber mal an. Ich bin so stolz auf euch alle. Vor einem Monat wussten wir nicht mal, was eine Baseballliga ist. Und jetzt stehen wir im Meisterschaftsfinale gegen kein Geringeren als das einzige andere Team in Twin Lakes. Wunderschön. Mülltonne. Ist es nicht seltsam, dass wir von Müll umgeben sind? Das hängt von der Perspektive ab. Für eine Ratte wäre es nicht so seltsam. Ja, hier Müll. Hier Müll. Der Müllcontainer ist voller Baumaterial und Fischstäbchen. Wozu brauchen Fische Stäbchen, um Algen zu essen? Oh je, Müllsack. In Fetzen gerissener Papierkram. Ich kann nur die Wörter Umwelt, Auswirkung und verdammt entziffern. Oh, das scheint ziemlich vernichtend. So, kriegen wir den Emily's Schläger hier ran? Sag mal, ist da Nägel dran oder sowas? Ja. Unfassbar, dass ich den Schriftzug Ich fresse eure Familien für Sicherheitskontrollen von meinem Schläger abschleifen muss. Der Schiedsrichter würde dich damit niemals spielen lassen. Haben wir schon damit gedroht, seine Familie zu fressen, falls er mich davon abhalten will? Ich nehme ihn lieber mit und suche nach einem Ersatz. Okay, wir haben also einen Schläger mit einem Nagel drin. Junge, ich bin 14. Behalte deine Griffel bei dir. Achso. Alles klar, Entschuldigung. Sorry, nicht übergriffig gemeint. Ich klicke hier nur alles an. Devin? Devin? Ja? Warum hüpfst du die ganze Zeit herum? Hältst du es nicht für klüger, dir deine Energie für das Spiel aufzuheben? Gute Idee. Schön, dass wir einer Meinung sind. Ja. Da bist du der Captain. Ich hätte ihn dazu angestachelt, noch höher und schneller zu hüpfen und auszurühren, wie lange er durchhält. Devin? Ja? Du hüpfst ja immer noch herum. Ja, ich kann nicht aufhören. Die singende Frau zwingt mich dazu. Die singende Frau? Ja, die singende Frau im Lüftungsschacht. Okay, müssen wir also wirklich hier was machen? Emily? Wie lange sollen wir noch warten? Machen sich diese Meereshexen vor uns in die Hosen? An ihrer Stelle würde ich das wahrscheinlich tun, aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern.
die anderen Teamkollegen, diese drei hier. Na, seht sie euch an. Die straffällige Jugend von Twin Lakes, die ihre Sozialstunden in Form von Baseball ableistet. Also, das System weist erhebliche Mängel auf, aber wenigstens sind die Mängel zu unseren Gunsten. Zur Abwechslung. Ich glaube übrigens, ich kann die Musik ein kleines bisschen lauter machen. So. Gut, also wir können jetzt in die eine Richtung gehen. Mülltonnen haben wir schon angeschaut. Mülltonnen. Soweit das Auge reicht. Genau genommen reicht es bis zur Hälfte dieser Mülltonne. Ja, weil das Auge reicht. Ich kann es nicht genau hören, aber auf der anderen Seite scheint jemand zu singen. Sie, warum mich zum Hüften bringt. Ich bin die einzige Frau, die dir sagt, was du zu tun hast. Und meine Mama. Habe ich gerade deine Mama erwähnt? Nein. Denn ich bin von allen Frauen, und dazu gehört ausdrücklich auch deine Mama, die Einzige, die dir sagt, was du zu tun hast. Dreh dich herum. Lernen wir denjenigen, Devon mit ihrem Gesang herumkommandiert, das fürchten. Können wir diesen Schläger nehmen? Emilys Schläger, verunstaltet mit kannibalistischen Drohungen. Verziert mit kannibalistischen Drohungen. Nehmen, gegenhauen. Schlag ins Leere. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zur Seite. Es kann wohl nicht schaden, sich ein bisschen umzusehen. Ja, brennen wir alles nieder. Das steht ganz oben auf der Liste der Dinge, die wir nicht tun werden. Ganz oben auf meiner Liste steht, deine langweilige Liste zu verbrennen. Burn. So, was haben wir denn hier? Wir haben Twin Lakes Baseball League oder sowas. Ich kann es kaum erwarten, dass das Spiel anfängt und diese Tafel die nötige Anzahl von Punkten oder Toren anzeigt, wie auch immer dieses Spiel funktioniert. Gut, dass die vor kurzem das angefangen haben und immer noch nicht wissen, wie es geht. Heim und Gäste. Was haben wir hier? Devins Mutter. Wie aufregend, also Barbara Turner. Wie aufregend, schön, dass er sich einen echten Männersport ausgesucht hat. Jack Turner. Musst du bei diesem Spiel viel rennen, Devin? Hast du dein Asthma-Spray dabei? Und meins auch? Und das Spray, das wir bei der Leiche auf dem Weg her gefunden haben? Es ist wirklich, Jack. Man kann nie genug Asthma-Spray haben, Barbara. Nicht, wenn man um sein Leben rennt. Und worum soll der Junge sonst rennen? Emilys Onkel. Ach, Marv, stimmt, den kennen wir ja. Marv, warum trägst du immer noch deine Kopfhörer? Ich kommentiere das Spiel. Wird das Spiel im Radio übertragen? Was? Nein, ich nehme den Kommentar für mich selbst auf, für mein Archiv. Ich nehme alles auf, was passiert, und nachts höre ich mir dann zum Einschlafen die dunkelsten Geheimnisse der Stadt an. Hier auf Kanal 3. Emilys Vater. Pete. Na, mein Kind, wie stehen die Chancen? Ich habe ein gutes Gefühl, Papa. Die anderen haben zwar Training, ein Stadion und eine komplette Mannschaft, die die Regeln kennt, aber ich habe einen Nagel in meinem Schläger. Interessant. Nimmt hier irgendjemand Wetten an? Keine Ahnung, Papa, aber ist ein Freundschaftsspiel unter Kindern, also wahrscheinlich schon. Angenommen, ich würde gegen euch wetten. Wo stündest du auf einer Skala von mir egal bis das wirst du bereuen, Alter? Irgendwo zwischen jetzt erst recht und hoffentlich hältst du wenigstens insgeheim zu uns. Das ist meine Tochter. Und jetzt zeigt dein Vater, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Emilys Bruder, klein Jimmy. Als du gesagt hast, dass wir zum Spiel gehen, habe ich an Modelleisenbahn gedacht. Das hier ist viel größer und langweiliger als eine Modelleisenbahn. Ich würde zu Hause bleiben und deine Sachen noch etwas brennbarer durchsuchen sollen. Ach, Emily, ich merke schon. Wenn du so weitermachst, sage ich Emily, dass sie sich beißen soll. Ja, endlich kann ich mir mein von Gott berührt Abzeichen abholen. Komm weiter. Junge, ich bin 14, bald ein... Wie das neu? Nee. Emily selber? Meeresexen. Sieht eine davon aus, als würde sie singen? Frage ich, während ich drohend mit der Faust auf meine Handfläche schlage. Devin? Ich will lieber da zurückgehen und hüpfen. Vertreten wir uns lieber ein bisschen die Füße. Deine Knie werden es mir in 20 bis 30 Jahren danken. Na gut, ich freue mich schon darauf, dass meine Knie irgendwann sprechen können. Wir haben es mit Danken. Okay. Amelians Onkel. Manas. Diese Sportart ist wie eine wütende Version von Cricket, oder? Kann man so sagen, Onkel. Wütendes Cricket für Kinder.
Wie viele Tage dauert das Spiel? Na gut, bei Quidditch kann es lange dauern. Nur ein paar Stunden. Und wozu dann das Ganze? Die Mutter? Verhal? Der Verhal? Oh, meine kleine Army? Ist also der Captain? Wir haben abgestimmt und ich habe verloren, aber schon gut. Dieses Schiff versenkt sich schließlich nicht von selbst. Unsinn. Das ist doch gut. Ich habe auf Seite 9341 gelesen, dass du dafür ein Abzeichen bekommen kannst. Du hast das Handbuch gelesen? Ob ich das Handbuch gelesen habe? Natürlich habe ich das. Dein Hobby ist schließlich auch mein Hobby. Ich musste einem Ortsverband beitreten, um an ein Exemplar zu kommen. Und daran steht, dass man das Außenseiter-Alpha-Abzeichen bekommt, wenn man ein Team aus Nichtsnutzen zum Sieg führt. Ein weiterer Schritt in Richtung Blutalpha. Oh, daran hatte ich gar nicht gedacht. Bin ich etwa zufällig auf dem richtigen Weg gelandet? Wie peinlich. McQueen! Detective, danke, dass du zu unserem Spiel kommst. Das würde ich mir für nichts auf der Welt gehen lassen. Du hattest wahrscheinlich einfach nichts Besseres zu tun, oder? Erwischt. Kein Ghoul weit und breit. Hey, vielleicht kann ich dir zur Abwechslung mal ein paar Fragen stellen? Ja, warum nicht? Wir können es ja mal versuchen. Warum sieht man eigentlich nie deine Familie? Oha. Jetzt bringst du mich aber ganz schön ins Schwitzen. Dabei bin ich eigentlich hier, um euch schwitzen zu sehen. Du lenkst von der Frage ab. Stimmt, nächste Frage bitte. Befragungen können ganz schön frustrierend sein, oder? Warum interessierst du dich so sehr für unheimliche Dinge? Lustig, dass du fragst. Also, meine erste Begegnung mit dem Übernatürlichen war auf einem Zeltplatz, als ich bei den Pfadfindern war. Wohlgemerkt, bevor in der Stadt diese Steuer eingeführt wurde, die zur Krönung der Blutwölfe geführt hat. Ich persönlich glaube ja, dass die Steuer eingeführt wurde, weil die Pfadfinder uns nach den Ereignissen an jedem Wochenende loswerden wollten. Manchmal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich es immer noch vor mir. Und wenn ich mir die Ohren zuhalte, höre ich die Schreie. Naja, auf jeden Fall. Jedenfalls wurden wir auf diesem Ausflug, wurden mir die Augen geöffnet, welche Gefahren dort draußen lauern. Seitdem habe ich mich nie wieder davon abgewendet. Wie kannst du dann sehen, was hinter dir ist? Achso, nie wieder abgewendet, okay. Ich habe mich im übertragenen Sinne nie wieder davon abgewendet. Und wie kannst du dann im übertragenen Sinne sehen, was hinter dir ist? Was macht der Mond? Ich weiß nicht, aber ich traue ihm nicht. Er ist auf jeden Fall eine zwielichtige Gestalt. Ich würde ihn gerne verhören, aber er ist nun mal der Mond. Allein der Einfluss auf die Gezeiten, wenn ich ihn auf das Revier bringe, wird eine Menge Papierkram erfordern. Ohne handfeste Beweise wird es vermutlich niemals genehmigt. Im Moment kann ich ihn also nur im Auge behalten und sehen, mit wem er sich umgibt. Die Astronauten stehen alle auf meiner Liste. Warum sollte oder solle jemand in diesen Zeiten zum Mond reisen? Sollte. Was hältst du von der Theorie, dass es in manchen Steinen spukt? Hat dich jemand im Internet gebeten, mich da zu fragen? Ja. Ich glaube sehr wohl, dass übersinnliche Energie an Orten verbleibt, wenn dort etwas geschieht. Das ist es, was man Geister nennt. Und deshalb sind Krankenhäuser so unheimlich. Ich wüsste nicht, warum ein Ort dafür groß sein musste. Also soll das auch mit einem Stein oder einem anderen Gegenstand klappen? Vielleicht können wir in der nächsten Staffel eine Geistersocke oder eine besessene Glasscheibe untersuchen. Und tschüss. Hat Spaß gemacht. Machen wir das nie wieder. Die Rexa. Bist du enttäuscht von diesem Stadion? Nein. Es sieht genauso aus wie das Stadion der Universität, wenn nicht sogar besser. Dann haben wir hier Meereshexe Omega und Bonnie. Kitty Wampus. Okay. Mit den Fashion-Grünen, der Fashion-Grünen Strähne. Hallo, ihr Süßen. Freut ihr euch auf einen schönen Tag voller Sport und ohne irgendwelche finsteren Begebenheiten? Ich schon. Ich habe mir am Wochenende immer wieder Tron angeschaut, um mich vorzubereiten. Nichts davon wird ihr heute von Nutzen sein. Oh, egal. Es hat Spaß gemacht. Was meinst du denn mit finsteren Begebenheiten? Du sollst dir mal die Ohren waschen, Süße. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es keine finsteren Begebenheiten geben wird. Ist das nicht beruhigend? Und Meereshexe Bonnie?
mit ihrem Basecap. Alte Getränkedosen, zerknüllte Zeitung, weggeworfene Essensbehälter. Wie bitte? Ich übe gerade, andere runterzumachen, aber ich bin noch nicht besonders gut. Oh, doch, das war ziemlich gut. Das ist nett von dir. Ich hoffe, dein Tod wird kurz und schmerzlos. Okay, wir können zu den Tribünen gehen, können wir... Ne, hier haben wir noch... Können wir nicht hier auf den... Ich kenne mich null in dem Sport aus, muss ich alles sagen, wie auch immer das Feld heißt. So, wir sind drin. Melisande, das sind zwei Sicherheitskräfte, nehme ich an. Wann bringen wir sie raus? Das dauert ja ewig. Und Ray? Nach den Sicherheitskontrollen, hat Miss Wampus gesagt. Der Schiedsrichter lässt sich viel zu viel Zeit, hat sie gesagt. Wir bringen sie raus, stopfen uns die Ohren zu und lassen sie ihr Ding machen. Sängerin. Und jeder, der ihr Lied hört, muss tun, was sie ihm befiehlt. Ich tu nie, was mir irgendjemand befiehlt. Emily, bist. Hey, was habt ihr jetzt zu suchen? Ihr solltet nicht Gesprächen lauschen, die ihr gar nicht hören wollt. So handelt man sich ganz schnell einen Fluch ein. Wir suchen die Toiletten. Wir sind viel zu beschäftigt damit, es zurückzuhalten, um irgendwas zu hören. Hört gefälligst auf zu lügen. Ich lüge nicht. Manche sagen, ich kann gar nicht lügen, aber ich weiß nicht, weil ich es noch nie probiert habe, weil Lügen nämlich falsch ist und wenn man lügt, kommt Satan und verpasst einem Stinkefüße. Na gut, ich warte da drüben und kümmere mich um andere Dinge als diese Stirnfriede. Okay, eine weniger, da kommen wir zum Spielfeld, haben wir diese Rohre. Für einen Ort, an dem es nicht allzu viele Rohre geben sollte, gibt es hier ziemlich viele Rohre. Abfall? Noch mehr Müll? Dieses Stadion ist fast so unordentlich wie mein Zimmer. So, wir können wieder mit allen reden. Devin? Du hast uns gut aus der Sache rausgeredet, Devin. Das war eine gute Übung für unser Gemeinschaftslügeabzeichen. Du hast gelogen und ich habe gesagt, dass ich nicht gelogen habe, um die beiden zu verwirren. Ja, ich war dabei, Devin. Du brauchst mir nichts zu erklären. Ich habe es meinem imaginären Freund erklärt. Er sieht uns zu und macht Vorschläge, wie man Hindernisse überwindet, und dann hinterlässt er positive Bewertungen. Du bist ein merkwürdiger Junge, Devin. Vielleicht kommt er noch, also so, von der Dark Side. Emily? Ich kann uns den Weg freimachen. Ich brauche nur einen Müllsack, ein Auto mit großem Kofferraum und eine Schaufel. Nennen wir es Plan. Und was kommt nach Z? AA, mein Papa ist Buchhalter. Plan Doppel-A? Das klingt ja noch dringender als A. Ich hol den Müllsack. Emily, nein. Kann man es aber nochmal drücken? Ja, haben wir schon. So, Abfall, was steht da? Schild. Personal-Umkleidekabinen. Für das Teampersonal. Das ist Sportlersprache. Für Spieler, Sportler benutzen oft komische Wörter, zum Beispiel Leder statt Ball. Das Schild. Das sieht nicht aus wie ein Baseballhelm. Lüftung. Sorgt die industrielle Lüftung dafür, dass das Spielfeld gut belüftet bleibt? Ich glaube, dafür sorgt die frische Luft draußen. So, und die Tür. Hey, da drin gibt's keine Toilette. So, wir müssen erstmal mit ihr reden, Meerhexer. Das Betreten dieses Raumes ist verboten. Und das Rumschnüffeln auch. Und ihr seht mir eindeutig nach Schnüffelern aus. Wir schnüffeln nicht. Der Kleine dort hat eine Lupe in der Tasche und trägt ein Abzeichen mit der Aufschrift Schnüffelmeister. Ganz genau. Oh Mann. Nur mal so zum Gucken. Endlich ist meine Großzeit gekommen. Das werden wir nicht tun. Du willst wohl, dass alle auf geheimnisvolle Weise manipuliert werden. Na gut, wir gehen mal nach rechts. Da gibt's Kisten. Da steht nur John Frum drauf. Oh, wir sollten das nicht anfassen. Das ist nichts für uns. John Frum. Warte mal, nochmal. Ist John? Morph. Nee. Okay, ich starte so rückwärts wieder. Red Rum. So, erste Hilfekasten. Ich leiste lieber zweite Hilfe. Es gibt keine zweite Hilfe. Genau. Ein Feuerlöscher. Entzündlich und entflammbar sind mein Yin und Yang. So, Schild. Industrielagerraum.
kleine Beispiele. Aber nochmal langsam. Keine Beispiele. Das lese ich schon vor. Keine Beispiele hier unten, sondern nur im Beispielbereich, also oben. Schild. Sieht aus, als hätte jemand den Schriftzug überklebt. Ja, mit was? Okay. Schleusenkanal. Es gibt keinen Grund, dort hineinzugehen. Was ist da drin? Auf dem Schild steht Schleuse. Nein, Emily. Auf dem anderen Schild steht, stimmt nicht. Also kann es alles Mögliche sein, außer einer Schleuse. Der Kleine hat's verstanden. Ray. Ich behalte euch im Auge und belege euch mit einem Fluch, sobald ich Latein sprechen kann. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal nur in den Raum hier. Ach nee, bitte ist noch jemand. Wir reden erstmal noch durch einmal. Devin. So ein industrielles Stadion habe ich im Fernsehen nie gesehen, als ich mich auf dieses Spiel vorbereitet habe. Es hat auf jeden Fall mehr Rohre als ein durchschnittlicher Sportplatz. Emily. Billy Bosch. Billy? Was machst du denn hier? Ich habe meinen Schläger verloren und ohne Schläger kann ich nicht die Sicherheitskontrolle bestehen und spielen. Ich dachte, er wäre vielleicht hier, aber hier ist er nicht und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Kann ich den Schläger ihm geben? Hier, Billy, nimm diesen Schläger. Danke. Moment mal, steht ja Emilys Name drauf. Auf meinen steht mein eigener Name drauf, weil er nämlich mir gehört. Hey. Auf meinen steht auch mein Name. Das war dummer ein Gedanke. Okay, wir müssen also irgendwie abschleifen oder irgendwas anderes machen. Das wird also unsere Aufgabe sein, damit wir den übergeben können. Tribünen. Okay, wir haben aber wirklich, oh Gott, wir haben aber viel hier zu lesen. Es ist wirklich so alles aus der Reihe nochmal ein bisschen. Gary kennen wir, die Mac kennen wir, Tam, Melbot, Bot, Schiedsrichter, Mac King wieder, die Kremlins. Eieiei, das ist ja wirklich schön vieles da. Gut, fangen wir mit den Kremlins an. Beispielen. Spike Junior. Du. Keine Zeit für Spiele. Graue Beine, knorrige Ohren, alte Augen. Und Mathilda. Seid still, Jungs. Ihr müsst euch eure Energie für das Spiel aufheben, damit ihr die Kinder anschreien könnt. Achso, ich wollte eigentlich... Kann man Mathilda einzeln nochmal nehmen? Nee. Dann nochmal hier, Devin. Ist eine Tribüne eigentlich dasselbe wie ein Tribunal? Wer sind all die Leute? Ja, alle aus den vorgehenden Episoden. Gary. Ich sehe gerne Kinder dabei zu, wie sie ganz normale Kinderspiele spielen. Ah, unser Gervajan ist im Buchhalterzeitlager. Madame Lemec. Ach, das legt sich wieder. Er musste in letzter Zeit mit vielen Veränderungen klarkommen. Ich prophezeie, dass er schon bald Briefkästen zertrümmert. Da bin ich ja beruhigt. Danke, Liebes. Ich hätte nie gedacht, dass mich mein Leben als Mystikerin in eine polygame Beziehung mit einem Mann und seiner verstorbenen Frau führen würde. Und Gail? Wenn der Schuhmacher passt, schlüpfe hinein. Ah. Ich liebe es, wenn sie so in mich eindringt. Lass es mal so stehen. McNugget. Mein ganzes Leben lang suche ich nach dem Hakenmörder und dann treffen wir uns auf einer Webseite für Baseballfans im Ruhestand, die zu viel Zeit haben. Was für eine Geschichte, oder? Es sind drei Polizisten hier. Soll ich einen holen, damit er ihn verhaften kann? Junge, wir sind im Ruhestand. Unser altes Leben ist längst vorbei. Das System funktioniert. Robert. Hakenhand, so, ich weiß, was du letztens nochmal getan hast, mäßig. In meiner aktiven Zeit habe ich so manchen Haken geschlagen und ich habe es selten ins Leere geschlagen. Das war eine Anspielung auf meine vergangenen Taten im Baseballgewand. Gut, oder? Ja, aber wir haben keine Ahnung von diesem Spiel. Also, war es wie Perlen vor die Säue? Ich habe auch keine Ahnung. Ich musste erst Wikipedia lesen, um mir diesen Witz auszudenken. Da hättest du dir aber auch einen besseren Witz ausdenken können. Vielleicht, aber das hier liest sowieso keiner. Alle spielen nur, um Dulis Text zu lesen. Und keiner will sehen, was ich unter dem Mantel habe. Also bitte, du sprichst hier mit Kindern. Oh, dem Mantel muss es aber auch ganz schön heiß sein. Irgendwo ist immer ein Haken.
Der war nicht schlecht. Dann können wir es jetzt ja auch dabei belassen. Ja, ich glaube auch. Das sollten die Kinder vielleicht nicht sehen. Dann Tam. Tam hat kein Messer dabei. Tam will sich nicht die Finger verbrennen. Melbot 5000. Schade. Melbot hat Stöcke dabei, die geschnitzt werden müssen, um nach dem Spiel Marshmallows zu schmelzen. Tam kann die Marshmallows einfach mit seinen Fingern ins Feuer halten. Eine verbrennungsfreie Lösung, gratuliere. Mhm. Erklärt mir dieses Menschenspiel. Wo sind die Controller? Wie steuere ich die Kinder? Kann ich ihnen einen Pool bauen und dann die Leiter abmontieren? Sips. Mrs. Bosch? Thank you, Belle. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung, Billy herzubringen. Er ist ein kleines Nervenbündel. Und Schiedsrichter McKing, ach, keine Sorge, ich entscheide einfach zu seinen Gunsten. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Das würdest du tun? Ich will einfach nur, dass du glücklich bist. Was bringt einem alle Macht der Welt, wenn man sie nicht ab und zu missbraucht? Du bist so ein Charmeur. Na, aber hallo. Nochmal Schiedsrichter jetzt. Schiedsrichter McKing, wann sind die Sicherheitskontrollen? Ja, wir haben schließlich ein paar Köpfe einzuschlagen. Verschwindet, Kinder. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe meine Stollen abgefeilt. Damit sie extra sicher sind, bekomme ich dafür einen goldenen Stern? Das ist ganz toll, mein Junge, aber ich bin nicht hier, um mir deine Schuhe anzusehen. Ich bin hier auf der Suche nach alleinstehenden Müttern, die leere Versprechen und eine Schulter zum Ausweinen brauchen. Ist ja eklig. Ach, für euch Kinder ist Knutschen doch immer eklig. Eklig ist nicht gleich eklig. Das hier gehört zum bösartigen eklig. Knutschen zum klebrigen eklig. Soll ich dir ein Diagramm zeigen? Danke, aber ich verzichte. Wenn wir die Träume der Meereshexen zerschmettern wollen, müssen wir die Aufmerksamkeit dieses Kerls wieder aufs Spiel lenken. Okay, also irgendwie muss die weg. Ach, und mit Billy natürlich irgendwas. Wasserhahn? Ein Wasserhahn, vermutlich für die Bewässerung des neu verlegten Kunstrasens. Kunstrasen kommt zwar nicht aus dem Weltall, kann aber im Weltall überleben. Das heißt, er braucht gar kein Wasser. Sehr verdächtig. Ich teste nochmal ganz schnell. So, dann gehen wir zum Parkplatz. Wenn wir hier nicht schon irgendwas bemerken. Da haben wir einen Ticketverkäufer und einen Polizeiwagen. Gehen wir zum Polizeiwagen. Ich mag Blut Alpha Duli, aber ich finde es fragwürdig, dass er einen voll bewaffneten Einsatzwagen zum Mannschaftsbus funktioniert hat. Ich fand's gemütlich. Nachdem wir die Waffen beiseite geräumt hatten. Oh, seht mal, unter den Waffen ist ein Baseballschläger. Vielleicht vermisst ihn schon jemand. Ah, Billys Schläger, sehr gut. Devin? Wow, gepolsterter Sattel, 10 Gänge, selbst aufgepumpte Reifen, oder? Ausfahrbare Lenkerstangen mit Schlagstockfunktion. Ein hochmodernes Polizeifahrrad. Ich weiß nicht, ob es da oben sicher ist. Dieses Zeugchen sieht neu aus. Deshalb bin ich hier. Für den Nervenkitzel und für den freien Fall, wenn dieses Ding endlich einstürzt. Das Fahrrad sieht schick aus. Ist ja auch schick. Es kann vorwärts und rückwärts fahren, hat einen Lenker mit Griffen zum Festhalten, der Sattel ist gepolstert und die Reifen sind die rundesten, die ich je gesehen habe. Außerdem riecht es nach Leder, Moschus, Torf, Öl, schottischem Whisky. Kabinenansprachen. Baumarkt, unterdrückten Gefühlen, Grillpartys, Speck und billigen Bier. Oh, das ist fragile. Diesen Duft hat mein Vater genutzt, bis er eine Unterlassungsklage vom Hersteller bekommen hat, weil er mich gefragt hat, wie mein Tag war. Ich glaube, ungefähr ein Bildschirm weiter links gab es all diese Gerüche. Ja. Das Häuschen sieht aus, als wäre es erst gestern gebaut worden. Weltblechhütte halt. Nein, wenn es gestern gebaut worden wäre, wäre es schon eingestürzt. Es muss heute gebaut worden sein. Ich gebe ihm noch 3 oder 4 Stunden. Tickverkäufer, der gute Big Tasty. Auch nicht Bacon. Tickets, holt euch eure Tickets. Hey Kleiner, hast du schon ein Ticket? Das Spiel solltest du dir nicht entgehen lassen. Wir spielen selbst mit, wir brauchen kein Ticket. Jeder braucht ein Ticket. Wie soll ich hier Geld verdienen, wenn ihr einfach ohne Ticket reinkommt? Laut Bewerbungsauflagen muss ich
mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen, sonst muss ich zurück in den Knast. Diese freundlichen Hexen haben mir einen unverdächtigen Job ohne versteckte Verpflichtung oder Kleingedrucktes angeboten. So viele Warnsignale? Nein, sie haben ausdrücklich gesagt, dass es keine Warnsignale gibt. Ach, Big Tasty. Gut, ich würde sagen, wir gehen zurück. Gehen zu Billy. Und reichen ihm seinen Schläger. Okay, auf dem Namensschild steht, dieser Schläger gehört Billy Bosch. Ja. Natürlich können wir dem Jungen seinen Schläger zurückgeben. Aber dann hört er vielleicht auf zu weinen und das wollen wir doch nicht, oder? So hatte ich das nicht gemeint. Wir könnten diese Mikrosituation nutzen, um die Makrosituation zu lösen. Erfasst. Können wir die miteinander? Reißen wir das Namensschild von Billys Schläger ab und kleben es auf den von Emily. Heißt das, ich muss mit seinem langweiligen Schläger spielen? Ja, Billys Schläger. Wir haben deinen Schläger gefunden, Billy. Hier, bitte. Danke. Moment mal, da ist irgendwas über das Fressen von Familien eingeritzt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Habe ich eine böse kannibalische Seite, die nachts erwacht und einen unersättlichen Appetit auf Langschwein hat? Oh nein. Schlummert in Dr. Billy vielleicht ein Mr. Bosch? Das ist langsam unheimlich. Oh Gott, guck mal hier. Die Sehnige kommt uns auf die Schliche. Wir müssen sie fressen, um die Weise zu vernichten. Aber sie hat kein Fleisch auf den Knochen, das wird schwer zu verdauen. Ich glaube, wir haben etwas in Billy ausgelöst. Das gefällt mir nicht. Ich will zu meiner Mama. Was ist denn los, mein Baby? Mama, ich bin vielleicht ein Menschenfresser. Ach, mein Junge, ich hatte schon befürchtet, dass du diese Krankheit deines Vaters erben würdest. Zur Verteidigung, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? 1:4.933.421. Mein armes Baby, mein armes, hungriges Baby. Ich könnte eine Umarmung gebrauchen, aber könnt ihr vorher bitte in scharfer Soße baden? Okay. Ich glaube, damit haben wir doch erstmal genug gesucht und den Billy jetzt von der Tür abgebracht. Das heißt auch, draußen wird McKing wahrscheinlich jetzt eher aufs Spiel schauen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.